Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online, wollte ich gerade sagen. Skyrim Remastered natürlich. Folge 304, meiner Meinung nach. Alter, mein Fenster oder meine Gardine. Die ist nicht immer optimal, leider. Weswegen da gerade zwei fette Lichtstreifen. Ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Lass uns nach drin gehen oder in eine Höhle. Nur weg von hier. Ich sehe nichts. Es ist auch so. Ah, deswegen sehe ich nichts. Okay, ich werde jetzt Ziegenhörner und Lederstreifen ranholen und dann mal schauen, wie viel Gewicht habe ich. Serena, komm mal her. Braucht ihr etwas? Gib mir mal die Dinger, irgendetwas die du hast. Gib mir mal Bruchstein. So, perfekt, danke. So, und dann werden wir nach Gwein und nach Elchdingern hier gucken. Na, wie heißt das? Na, ihr wisst schon, meine Güte. Ich hab's vergessen, ich hab den Namen vergessen. Felle. Weil Felle habe ich nie mitgenommen, glaube ich. Das ist das Problem. Deswegen werden wir Elche jagen gehen. Aber erstmal gucken wir mal nach Ziegenhörnern, weil die habe ich auf jeden Fall. Die habe ich ja immer gut gekauft eigentlich. Davon müssten wir auch so über 100 Stück haben. Ob die reichen, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und die ganzen Masken, die ganzen Waffen, dann alles erst zum Schluss. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Was war das gerade? Habt ihr das gehört? Hat sich ein bisschen komisch angehört, aber ist okay. So. Bärenpilze. Müssen wir mitnehmen. Fell. Ein Fell haben wir. Ja, das meine ich halt. Ein Fell ist nicht wirklich, Hawker-Zähne. Ist nicht wirklich die Welt, so. Toh, Lederstreifen. Wieder so viele, ey. Ja, komm, scheiß drauf. Nehmen wir einfach alle mal mit. Mammut brauchen wir noch nicht. Wir brauchen aber Säbelzahn Dinger. Quecksilberbarren brauchen wir doch auch, ne? Aber brauchen wir es später. Aber wir haben sie auf jeden Fall. Schlösser, Scharniere, Schneebärenpelz, Schneefuchs. Was denn mit Säbelzahn? Ah ja. Und eigentlich auch Säbelzahn. Zähne, wie heißen die denn? Ziegenhörner. Oh, wir haben nicht mal 100. Eieiei, das ist aber wenig, was wir haben. Ich nehme mal 20 mit. Ja, das ist... uns fehlen schon noch ein paar Sachen, die ich was gerne nun? Hätte. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Gut, Milady, du kriegst erstmal die ganzen Lederstreifen. Hat sogar funktioniert. Das reicht ja. Danke. Das reicht mir schon. Krass. Ah, hatten wir Geweihe da? Was gab dir denn so? Ich hab ganz sicher keine. Halt's Maul, Kind. Dich mag eh keiner. Warte mal, Geweih. Mädchen, Hunde, Alte. Es gibt niemanden, mit dem ich es nicht aufnehme. Na, du bist ja wunderbar. War das nicht ein Zutatengeweih? Nee, nur ein kleines Geweih. Kann das sein? Wir gucken mal unter G nach. Oh, doch, ein großes Geweih tatsächlich. Okay, kleines Geweih nehme ich auch mal mit. Dann sind das mal keine Zutaten, sondern wirklich, warte mal. Säbelzahn, Tigerzähne sind auch Zutaten, oder? Waren das nicht auch Zutaten? Das kann natürlich sein. Tatsächlich. Okay. Nice. Haben wir schon richtig viel eigentlich.
Jetzt brauchen wir nur noch Felle. Können wir noch vielleicht ein Fell kaufen? Von Belitor? Der hat doch bestimmt Felle. Hat doch eigentlich jeder. Also Lederstreifen haben wir ihr genug. Findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles. Oh, etwas hiervon, was davon. Dankeschön. Das war's auch schon, ja. Gut, okay. Ist egal. Bitte kommt wieder. Ich werde wiederkommen. Und zwar sehr, sehr häufig. Wahrscheinlich werde ich in dieser Season sehr viel Redekunst leveln. Wegen dem Falschen und so. Kann gut sein. Ja, aber was reden wir in dieser Folge? Puh, es ist ein bisschen schwer. Ich glaube, wir werden dann erstmal auf Hirschjagd gehen oder Elchjagd. Beides. Mit unserem beschworenen Bogen natürlich. Oder mit unserer Magie an sich. Ich bin schon gespannt, wann wir die Falkenfedern brauchen. Wenn wir sie überhaupt brauchen. Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass wir sie auf einmal nicht mehr brauchen. So, Serana, gib mal die Lederstreifen, bitte. Braucht ihr etwas? Ja, deine Streifen. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Dein Leder. Oh, uns fehlt tatsächlich noch ein großes Geweih, ja. Und Eisenbeschläge habe ich drin, also ein großes Geweih fehlt uns. Oh, das ist der Bärenkopf. Ist schon nice, muss man ja sagen. So, ich werde jetzt aber die ganzen... das lege ich weg. Orkazähne brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Die Lederstreifen lege ich alle erstmal weg. Die Nägel allesamt, die Schlösser, die Scharniere. Guck mal, jetzt sind wir schon wieder... fit unterwegs. Jetzt schneit es noch ein bisschen. Warte mal. Ach du Scheiße. Was brauchten wir nochmal? Eisenbeschläge. Richtig. Nee, mehr brauchen wir erstmal nicht. Dann brauchen wir noch ein großes Geweih. Hätte ich vielleicht auch bei der Alchemiste noch kaufen können. Aber wir wollen mal vielleicht auch mal ein bisschen wieder rausgehen. In die Jagd. Bisschen was entdecken, habe ich ja gesagt, machen wir auch. Perfekt. Ein großes Geweih nur noch. Dann haben wir den ersten Bereich hier schon mal fertig. Das ging doch schneller als gedacht. Aber gut, wenn man darüber nachdenkt, ich habe ja von Anfang an schon ein bisschen, also viel gesammelt, was das angeht. Von daher ist es gar kein Wunder, dass wir jetzt hier so schnell vorankommen, wenn ich daran denke, dass ich damals Hearthfire noch gar nicht kannte und ich auch nie sowas gesammelt habe. Dann hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Ist ja vollkommen logisch. Gut. Ich würde mal sagen, wir gehen in eine Dungeon, oder? Natürlich werde ich auf dem Weg... erstmal die hier wegmachen. Wir werden mal... Weim Sigron! Das wollte ich eigentlich nicht. Jawollo! Nice! Zwei Elche gleich hier. Aha! Okay, ich glaube, wir können unser Haus, unsere vordere Kammer erstmal beenden. Ach, jetzt brauche ich einen Lederstreifen. Ja, okay, Moment. Leder, 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 Leder. Fertig. Wey, krass. Das ist unser Eingangsbereich. Jetzt wird es hier ein bisschen tricky. Gibt es nämlich noch viel, 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 viel mehr.
Ihr seht schon, Waffenstände, Rüstungshalter, Regale, gibt es noch eine ganze Menge. Nägel brauchen wir nur eigentlich. Quecksilberbarren. Alter, hier gibt's. Okay, das. Die sonstigen Sachen sind immer die schwierigsten. Hier gibt's auch ein Alchemielabor. Wir holen erstmal Nägel. Keine Sorge, wir gehen danach auf Erkundungstour. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was getan. Ich wollte gerade sagen, warum ist auf einmal hier ein Tisch aufgeploppt, aber... Apfel im Schlafrock, lecker. Boah, ist schon... Doch, ist bestimmt schon sehr, sehr lecker. Eisenbarren, Scharniere, Eisenbeschläge, Scharniere und Schlösser. Das haben wir alles. Das haben wir auch alles. Veredelter Mondstein, mächtiger Sehnstein haben wir auch alles. Bruchstein, das ist auch kein Problem. Hatten wir das nicht schon... Warte mal, hatten wir es... Nicht schon gemacht? Komisch. Schlachterfischschuppen. Oh, okay, interessant. Hawker-Zähne haben wir. Großes Geweih brauchen wir wieder. Ja, an sich brauchen wir eigentlich nur großes Geweih. Das andere haben wir alles hier. Scharnier und Glas und sonst was alles. Ja. Bevor wir das aber, wie gesagt, weitermachen, erstmal ein bisschen Verschnaufspause. Wir brauchen auch mal ein bisschen Ruhe. Und aus diesem Grund gehen wir jetzt entdecken. Für die Folge, für die nächste Folge und so lange, wie der erste Dungeon jetzt hier dauert. Kommt auf eine Expedition, Serana. Wir gehen jetzt endlich mal frei ohne Quests ein bisschen was, wie kann man das sagen? Entdecken. Ein weiterer Bärenpelz ist mein. Wird die ganze Zeit von Serana wahrscheinlich gesehen. Weiß Falkenring, dass hier ein riesiges, düsteres Grab ist? Wimmerwind südliches Bollwerk entdeckt. Ist das gar kein richtiger... Ich wusste es. Woher seid ihr gekommen? Lol. Okay, der rennt weg. Keine Ahnung warum. Da. Ihr habt keinerlei Kraft gegen uns. Seid nutzlos. Aber ja, ich glaube, das hier ist gar kein richtiger Dungeon, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war's schon. Ich lasse mich natürlich auch gerne vom... Okay. Doch, da ist doch ein Eingang. Aha, okay, wusste ich nicht. Deswegen meine ich ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Hier ist bestimmt doch noch was. Und das ist auch so. Sieht aus wie ein Spinnendungeon. All die ganzen Schätze, die wir alle geraubt haben. All das Leid, das wir den Leuten zugefügt haben, die böse sind. Das alles für unser eigenes Haus.
Alter, was ist denn hier passiert? Ihr hättet nie herkommen sollen. Helvia. Wo kam der jetzt her? Hing der an der Decke oder was war mit dem jetzt los? Hä? Oh. Oh. Dann hör mal auf. Wo ist eigentlich die Rana schon wieder hin? Alter, dann wurde der da oben verbrannt, ey. Krass. Hey, Serana ist weg. Serana, du blöde Kuh, wo bist du hin? Unheimlich. Ist das hier der nördliche Eingang? Ne, einfach eine Eisentür. Es ist echt unheimlich. Warum Serana nicht hier reingegangen ist, ist mir auch ein Rätsel. Oh. Es leuchtet hier so blau, bläulich. Oh, was ist denn das da hinten? Das war wohl leider ein Schuss in den Ofen, mein Freund. Oh, Pfeile wollte ich gar nicht mitnehmen. Der ist auch weg. Ist da oben noch einer? Ich glaube ja. Oh, Granatstein nehme ich immer mit. Das ist nett. Ach, meine Nase. Warum auch immer es jetzt hier so dunkel geworden ist. Man sieht ja fast gar nichts. Ist das derselbe? Das war derselbe tatsächlich. Ich dachte gerade, da kam eine Spinne runter oder sowas. Hatte gerade ein bisschen Schiss. Ah, dann ist noch einer. Okay, und hier sind drei Schalter oder Griffe. Was heißen die? Also da ist auf jeden Fall ein Schatz drin, deswegen würde ich mal sagen... Action. Okay, da, der hier. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt nichts geöffnet, oder wie? Da sind nochmal drei solche Hebel. Ach ja, wir sind ja nicht mal Schlossknacken auf Legendär. Habe ich ganz vergessen. Mensch. Ich habe das gelevelt.
Das ist das. Nee, okay. Dann wird es das Tor hier öffnen. Aha! Okay, cool. Also ist ein bisschen verzwickt, der Dungeon hier. Muss ich sagen. Aber eigentlich recht cool. Gut, Leute, ich sehe, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge von Skyrim Remastered. In einem Dungeon, wo ich nicht wirklich weiß, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Der ist ein bisschen verwirrend. Aber gut, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Haut rein, bis morgen und ciao.